Willkommen, meine liebe Freunde, zum neuen Projekt Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Ja, mein dritter Versuch, dieses Spiel zu spielen. Aufgrund dessen, dass Bandicam ein paar Probleme hatte. Jetzt muss ich das mit Fraps aufnehmen, wo ich nicht sehr glücklich drüber bin, weil Fraps einfach gigantische Videodateien daraus macht. Also irgendwie eine Minute ist gleich ein Gigabyte. Also es wird riesig und ich hoffe, das startet jetzt auch wieder von vorne die Geschichte, weil gerade hat es mich irgendwo mitten in die Geschichte reingeschmissen. Ja, wir sind wieder direkt am Anfang. Wir können hier unsere Schwierigkeit wählen. Einmal Anfänger, normal, realistisch, Perfektionist. Oh fuck, jetzt habe ich auf Anfänger gedrückt. Das wollte ich nicht, aber das ist auch besser bei mir. Es wird nämlich ein Let's Fail-Projekt von mir, um ehrlich zu sein. Und wir sehen hier was Mystery... Ich finde das schon beim ersten Mal so eklig. Also wie gesagt, ich habe es schon eine Stunde gespielt und dann ist mir aufgefallen, dass Bandicam das nicht ordentlich aufnimmt. Deswegen bin ich jetzt auf Fraps umgestiegen. Schick den Sicherungstrupp rein! Wir haben einen Code A! Ah, scheiße! Wir werden jeden von euch Bastarden finden und erledigen! Amerika! Amerika wird euch holen. Ich will nicht sehen. Wir kommen freiwillig. Warum tut ihr das nur? Das ist doch eklig. Wieso spiele ich dieses Spiel? Anderson, Air Force Base. Da haben wir das Schnückelchen Sam Fisher. Das ist das Einzige, was ich von Splinter Cell weiß. Laut Auftrag keine Waffen. Nicht während dieser Nummer. Wen interessiert's? General McGowan? Doch. Damit du dich nicht fürchtest. Ein kleines Souvenir aus Indonesien. Danke, Vic. Aber wenn ich ein Karambit für die Luftaufklärung brauche, haben wir zwei ein Problem. Steck ein. Wo bleibt Charlie mit dem Satellitentelefon? Hey, sorry. Ich habe das Schätzchen hier noch ein klein wenig modifiziert. Ist so eingestellt, dass die Basis nichts hört. Und warum? Na, weil das Militär gern schnüffelt. Dafür liebe ich dich, Kleiner. Sam. Huch, mein Handy vibriert. Abrücken. Ah, keine Waffen. Brauche ich auch nicht in dem Spiel. Upload. Sind drin. Wieso? Ja, das sind dann so die typischen ekligen Typen, die dann ihre Videos, wie sie Leute... Herr König, es geht los. Ah, das fand ich gestern, das fand ich bei der letzten Aufnahme schon echt geil. Dass die, weil ich dachte erst, er nennt sich selbst König, aber es ist eigentlich... Königin bereit. Eine Anlehnung an Schach. Das fand ich sehr cool gemacht. Was? Sag Sarah, dass ich für ein paar Tage offline bin. Sarah, die ist noch Single, oder? Nein, das heißt sicher nein. Hör auf, die Basis zu hacken. Wir sind hier Gäste. Aber die machen es mir so leicht. So, ich habe mich mal eben umplatz zu ihm. Video übertragen. Irgendwie ist gut. Ich hab's. Codes für Bunkeranlage F, Gültigkeit 40 Tage. Lass ihn. Signale stören und abrücken. Jetzt ist die Blacklist aktiv. Oh, Anlehnung an das Spiel. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis. Bitte kommen. Schrott gekauft? Das Funkgerät ist klasse. Anderson Tower, hier Paladin Zero Two. Bitte Starterlaubnis für Hubschrauberlandeplatz Alpha 9. Grafik ist schon gut. Ach, egal, wir hängen. Scheiß auf die Vorschriften. Du musst danach voll drängen zu McGowans Pokerpartie. Was denkst du, wovon ich die Mühle hier bezahle? Lass ihn. Die haben alle einen Countdown am Laufen. Mal auf zu vibrieren, du blödes Handy. So. Gleich macht's. Team Bravo Boom. Melden. Das ist ein richtiges Militärspiel. Ist so richtig mein Los. Spiel. Hm? Aber gut, dass ich jetzt auf Anfänger spiele, weil ich muss wirklich auf Anfänger spielen. Weil ich mit diesem Genre noch nie was zu tun hatte. Kadüm. Ich finde das lustig, dass das übrigens die ganze... Oh, ich kann die Kamera bewegen. Ja, doch nicht. Ach du Scheiße! Ja, ich dachte, ich darf nichts machen. Aber ein bisschen kommentieren darf ich schon mal. Mayday, Mayday, Mayday!
fährt den Zero Two. Wir schmieren ab. Das ist Kacke, ne? Festhalten! Ja. Aua. Sind wir auf der Basis? Wir sind direkt am Außenbereich. Schwing den Hintern. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Jetzt hat er doch Schrott gekauft. Wenigstens muss ich die Sun. Hilft mir, ich sitz fest. Einstellung jetzt nicht umstellen. Das Satellitentelefon. Ja. Scheiße, was ist da los? Alles okay? Sind abgestürzt, aber uns geht's gut. Das Munitionsdepot hat's wohl erwischt. Wo steckst du? Ich versteck mich mit meinem Laptop unter einem LKW. Alle Funkfrequenzen sind aufgefallen. Muss ein Störsender sein. Nordwestlich von euch. Bitte kommen. Okay, bleib, wo du bist. Wir finden den Sender. Komm schon! Wette, die Schweinehunde benutzen unsere Störsender. Wie kommst du darauf? Wird's genauso machen. So. Sei wachsam, Sam. Ja, sei wachsam ist nett gesagt. Aber ich muss schon sagen, der Sam ist ein attraktiver Kerl. Wir haben es mit Profis zu tun und sind nicht einmal bewaffnet. Der Abflussgraben wird uns Schutz bieten. Bin ich immer noch nicht der Meinung. Kannst du auch schneller humpeln? Humpel schneller! Greif ihn an! Scheiße, das war kein Mörser! Klang nach Katjuschas. Oh, oh! Ja, wie denn? Drücke C, um ducken, ein- bzw. auszuschalten, aber wenn eigene Sichtbarkeiten und Geräusche reduziert. Jeder hängt einen Arm raus, das ist ja eklig. Das Rad voll. Witzig. Leertaste klettern. Gut machst du das, Sam. Die Lichter deiner Ausrüstung flackern auf, wenn du dich im Schatten versteckst. Das ist eine gute Sache, oder? Wie gesagt, ich habe überhaupt so absolut keine Ahnung von Splinter Cell. Ich habe noch nie eins gespielt. Ja, ist schon ein bisschen eklig. Okay, alles klar. Schnell, gib mir mal einen Schubs. Dem wurden, wenn du das Licht meidest, fällt es den Gegnern schwerer, dich zu sehen. Macht irgendwie Sinn. Irgendwie, dieser Typ wurde komplett in den Körper geschossen, aber blutet nur am Kopf. Ja, ja. Realistisches Spiel, realistisch. Alle, ab, Mystere. Mich lässt er jetzt hier unten, oder was? Ja, ist klar. Ich bin natürlich sexy genug, um, Gegner in Deckung. Deko! Einer von uns zwei Gegner. Ach, eine Kuh. Du nimmst den linken, ich den rechten. Okay, erfasse die nächste Möglichkeit für deine Deckung und tippe Leertaste und ich denke mal, ich werde da hingehen, wo Fettdeckung drin dran steht, oder? Hey! Ja? Schmeiß die Kamera an! Die Bravo-Kompanie hat einen Unteroffizier erwischt. Sie für Auswahl einen Tab halten. Nicht tödlich? Tödlich. Aber wir wollen töten. Um zwischen tödlich und nicht tödlichen Eliminierungen umzuschalten, Hauptsache reden die ganze Zeit weiter. B drücken. Ah, ja. Ja. Okay. E töten. Okay, er hat den auch umgebracht. Er verblutet. Solange der Funk gestört wird, können wir keine Hilfe anfordern. Ich stabilisiere ihn. Du schaltest den Störsender aus. In Ordnung, Dick. Viel Glück. So, jetzt kommen wir so in die erste ernsthafte Situation. Und ich muss gestehen, ich bin hier fünfmal gestorben am Anfang. Deswegen bin ich auch froh, dass ich das gerade ein zweites Mal Let's Play, dann sieht es wenigstens nicht so peinlich aus. Störsender reichen, meine das Licht, bewege dich von Deckung zu Deckung. So, wir warten jetzt, dass der Typ mal mit der hier, mit der gerade so schön rot aufleuchtet, dass der mal weiter huscht. Das ist ganz schön laut hier. Ja, Sir, danke, Sir. Amerika! Natürlich müssen also eine amerikanische Flagge auch hier in dem Spiel auftauchen, oder was?
So, jetzt wird es ein bisschen trickreich. Ich hoffe, ich krieg den jetzt beim ersten Mal direkt hin. Ich bin die ganze Zeit gestorben hier. Okay, ich wurde fast entdeckt, tatsächlich. Oh. Jetzt müssen wir nur noch auf diesen Typen achten und dann rennen wir einfach los und dann klappt das hoffentlich. Lauf, 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 da kommt nämlich eine Zwischensequenz, das wusste ich schon vom ersten Mal. Und ihm fällt nicht auf, dass er eine Granate in der Hand hat. Vor allem, ihm fällt auch nicht auf, dass es der Gegner ist. Ich will okay, doch meinen Gegner nicht dahin ziehen. Nicht. Vor allem, ich verstehe nicht, wie er da durchgekommen ist. Weißt du, wie man das Ding abschaltet? Arbeite daran. Wie geht's ihm? Frag nicht. Charlie, wir sind da. Okay, okay. Ihr müsst die Steuerspannung des Oszillators abschalten und so das Störsignal unterbrechen. Stillhalten, ja? Ja, glücklichst. Nicht reden, okay? Charlie, reicht da nicht irgendein Schalter? Ist da ein blauer Knopf? Ja. Drück ihn. Was willst du mir sagen? Was willst du mir sagen? Kumpel, was? Könnt Blacklist nicht stoppen. Sender ist Ausweg. Ihr stoppt die Blacklist nicht. Granate! Bumm! Macht ganz viel Bumm in dem Spiel. So, und damit sind wir schon von der Einführung her durch. Ging schneller als beim ersten Mal. Ubisoft presents. Eine Gruppe namens Engineers übernahm die Verantwortung. Hat ein Internetvideo mit abschreckenden Aufnahmen des Angriffs veröffentlicht, um ihre Forderungen zu stellen. Sie nennen diese Attacken Blacklist. Die Blacklist. Die Blacklist. Delikat. Sich sowas nochmal angucken. Ja, danke. Amerika. Alle 7 Tage ein neuer Angriff. Wir haben eine Forderung. Ihr habt Soldaten in 153 Ländern. Bringt eure Truppen nach Hause. Sofort. Oder wir werden euch angreifen. Jede Woche. Wir werden nicht verhandeln. Ihr werdet die Blacklist nicht aufhalten. Ihr habt 7 Tage bis zum nächsten Angriff. Ihr habt die Wahl. Wir sind die Engineers. Das ist cool gemacht. So, und dann willkommen zu Splinter Cell Blacklist. Wie ist die Lage? Paladin One und das 4th Echelon-Team wurden aktiviert. Aber wir finden Mr. Fisher nicht. Sein Freund stirbt vielleicht. Finden Sie Victor Kost, dann finden Sie Sam. Hunderte von Toten in Guam, ein Countdown für weitere Angriffe auf Amerika. Die ganze Welt verlangt nach Antworten, Mr. Fisher, und ich habe keine. Sieht aus wie Frau Merkel. Das 4th Echelon wird sie finden müssen, doch das geht nur mit einem Anführer. Nur ja, nicht so grimm. Durchweg. Er ist Kommand. Kommandant. Kommandant, Kommand. Ja. Einer von Vicks Männern ist dabei und keine Fragen. Sie kriegen Charlie Cole. Tech. Und Grim Stottier hat einen der besten CIA-Agenten für die Missionsunterstützung angeheuert. Isaac Briggs. OPS. Was auch immer das heißt. Grim ist raus. Sie wollte auch nicht, dass Sie an der Mission teilnehmen. Tut mir leid, Sam. Daraus wird nichts. Niemand arbeitet besser Control. Mit Ihnen, als Sie es tut. Haten die sich so? Echelon, Mr. Fisher. Ich weiß es ja nicht. Ich kenne Splinter Cell nicht. Das ist mein erstes Splinter Cell, wahrscheinlich auch mein letztes. Ziemlich cool, oder? Fliegst du zum ersten Mal? Nein? Irgendwas Neues zur Struktur der Engineers? Noch nicht. Briggs und unsere Leute suchen nach möglichen Verbindungen. Was ist mit den Namen? Amerikas Freiheit, Amerikas Blut. Mögliche Anschläge. Alle mit Countdown. Wir haben 5 Tage bis Amerikas Konsum? Und die Zeit läuft. Die Analysen zu den möglichen Anschlagszielen laufen bereits. Ich erkläre dir den Flugzeugaufbau. Prototyp, Militärtransporter. Und zwar voller Modifikationen. Waffenkammer, Sanitätsstation, Gefängniszelle, es bietet alles, was du auch am Boden hast. Aber völlig mobil, wie in der guten alten Zeit. Problem mit Briggs? Mein subdermales Funkgerät wurde eingesetzt, vermutlich mit einem Hammer. Neben dem Baby sieht Air Force One wie ein Papierflugzeug aus, Sam. Willst du über Verbesserungen sprechen? Nein, erklär erst mal alles.
Nachrichten- und Internetdatengewinnung, Prognosesoftware, Foto- und Videoforensik. Außerdem noch verdeckter Zugriff auf ausländische Aufklärungssysteme und die Gesichtserkennung von CIA, NSA, DCS und FBI. Alles in Echtzeit. Ist es das, mit dem du so angibst? Das SMI? Strategic Mission Interface. Wir haben deutliche Verbesserungen an Charlies Ursprungsmodell durchgeführt. Er wird es dir erklären. Das Beste ist, du kannst alles steuern, und zwar von hier oder über dein Opset, wenn du im Einsatz bist. Beeindruckend. Okay, melde dich, wenn du was willst. Ich muss mich um meine Bude kümmern. Danke, Charlie. Was auch immer dieses Opset ist. So, wir wollen einfach, dass dieses SMI benutzen. Hey, Sam. Hätte ich fast vergessen. Dein Opset. Neu und verbessert. Dient als eine Art SMI-Light, wenn du im Einsatz bist. Datenübertragungen, Drohnensteuerung, Scans. Okay. Es muss nur noch kurz ans SMI, um kalibriert zu werden. Dann kann's losgehen. Danke, Charlie. So, das müssen wir noch... Das ist eigentlich vorkalibriert. Ich lasse es jetzt auch so. Das ist quasi, dass man die Kontrastdinger nochmal ordentlich kalibriert. Aber es ist alles wunderbar. So. Ja, jetzt haben wir hier diese tolle Map. Und hier sehen wir hier eine Legende. Das ist einmal rot, ist dann die Blacklist-Mission. Das ist mir beim letzten Mal auch passiert. Was ist das da? Abtrünniger Agent, Spione gegen Söldner. Ich glaube, das ist... Also manche Missionen sind hier tatsächlich online. Das sieht man dann auch. Irgendwie. Keine Ahnung, was das hier ist. Und das ist halt die Hauptmission. Ich werde auch nur die Hauptmission spielen. Das ist dann in Benghazi, Libyen. Das ist die Solo-Kampagne. Blacklist-Mission. Jede Mission in der Solo-Kampagne bringt Sam einen Schritt näher zu seinem Ziel, die Engineers aufzuhalten. Halte den nächsten Blacklist-Angriff auf, bevor es zu spät ist. Ja, das wollen wir doch mal fortsetzen. Heute wurde in Ansbach, Deutschland, ein Demonstrant von einem Wachposten angeschossen, nachdem dieser ihn für eine potenzielle Bedrohung hielt. Gunther Schmidt, 34, trafen zwei Kugeln am Bein, als er sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter dem Tor des Stützpunktes näherte. US-Basen in aller Welt wurden nach dem sogenannten Blacklist-Angriff in höchste Alarmbereitschaft versetzt. So, befreie Andrew Coben aus einem Benghazi-Versteck. Was haben wir denn hier? Ach, das sind dann, glaube ich, so Herausforderungen, die man hat. Also höchste Schwierigkeit abgeschlossen, nicht tödlich, abschließen ohne jemanden zu töten. Und bemerkt, abschließen ohne entdeckt zu werden. Ja, kriege ich eh alles nicht hin. Dann sind hier irgendwelche Schwierigkeiten. Und noch Datenpakete und sowas. Halt, und wir wollen es einfach. Wo kann man hier starten? Briefing starten da. Was passiert da in Benghazi? Mein Kontakt ist in einem CIA-Unterschlupf. Da ist jemand, der Informationen über Guam hat. Sie geben ihn aber erst frei, wenn er verhört wurde. Festgenommen? Negativ. Er ist in ihr Büro spaziert. Ist nicht möglich, dass es ein Spinner ist, der einen kranken Humor hat? Verheimlicht ihr etwas? Sein Name ist Andrew Coben. Sagt euch das was? Der sieht aus wie Sam. Hey, Moment. Kennen wir den Kerl? Es stellt sich nur eine Frage. Warum sollte sich ein gesuchter Waffenhändler der CIA stellen? Und das nach Guam? Wieso überlassen wir es nicht der CIA, ihn zu verhören? Vergiss die Jungs von dem Laden, Briggs. Du bist jetzt in unserem Team. Sicher. Verpasse ich gerade was? Er ist die einzige Spur zu den Engineers. Niemand verhört ihn außer uns. Wer ist Andrew Coben? Andrew Coben. Hat mal so getan, als hätte er meine Tochter umgebracht, um mich zu erpressen. Wow. Und wieso lebt er immer noch? Gute Frage. Mit wem hat er eine Tochter? Was machen wir, Sam? Das finde ich irgendwie cool, dass man hier so die Schwierigkeitsstufe nochmal ändern kann, die Mission anhalten kann oder sagen möchten, wir müssen Mission stellen. Das ist schon ein cooler Typ, so, ne? Also sexy. Aber er hat eine Tochter, also hat er schon dann eine Frau und deswegen.